an der Stelle kann man den Konsumenten völlig vergessen. Und dann ist es auch so, dass viele Unternehmen sowieso gegen den Konsumenten völlig machtlos sind. Habe ich jetzt ein Beispiel rausgegriffen, weil es die Konsumenten gemerkt haben in den 60er Jahren. Das war, als sie gegen den Vietnamkrieg protestierten und auch gegen einzelne Konzerne vorgegangen sind, wie zum Beispiel Dow Chemical. Dow Chemical hat damals sowohl Agent Orange hergestellt, das war ein giftiges, hochgiftiges Entlaubungsmittel für den Urwald, als auch Napalm, das war so ein brennbares Gel, was tödliche Verletzungen und grauenhafte Verletzungen unter der Zivilbevölkerung in Vietnam und Kambodscha verursacht hat. Leute haben dagegen protestiert, sie haben auch gedacht, Dow Chemical müsste sich eigentlich gut unter Druck setzen lassen, weil dieser ganze Geschäftsbereich nur ein Bruchteil war von dem ganzen Geschäft. Und dann haben sie angefangen und versucht, dieses Unternehmen zu boykottieren und haben aber festgestellt, dass eigentlich außer einer Folie, mit der Produkte eingepackt wurden, alle anderen Produkte, die Dow Chemical herstellte, Vorprodukte für andere Konzerne und Firmen waren und insofern nicht von uns als Konsumenten oder von den Konsumenten damals boykottierbar überhaupt waren. Und das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die ich rausgegriffen habe von Konzernen, die auch wir alle nicht boykottieren könnten oder nur ganz geringfügig, weil sie im Grunde auch kaum noch was herstellen, was wir als Konsument kaufen. Wir kaufen keinen Flieger, Siemens stellt heute auch, hat früher viele Produkte hergestellt für den Endverbraucher, noch die Handys und sowas, machen sie aber alles nicht mehr. BASF stellt zum Beispiel auch nur Chemikalien her und so ein Waffenhersteller wie Krauss, Maffei oder Rheinmetall können wir auch nicht boykottieren. Ja, und wenn wir uns dann das gezielte Einkaufen angucken, müssen wir auch feststellen, wir können natürlich auch, klingt jetzt völlig lapidar, aber wir können natürlich auch immer nur gezielt einkaufen, wenn es das Produkt gibt. Und im Laufe der Konsumentengeschichte haben eben die Leute auch immer wieder festgestellt, naja, vieles gibt es gar nicht. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen, das war, als Greenpeace und überhaupt die Umweltbewegung einen FCKW-freien Kühlschrank haben wollte. Das war Anfang der 90er und damals alle Haushaltsgerätehersteller das abgelehnt haben. Die hatten ihre Technik, die haben da nichts gemacht. Und St. Greenpeace war, die zusammen mit einem Betrieb, der fast pleite war, aus den neuen Bundesländern, dann tatsächlich einen solchen Kühlschrank erstmal hergestellt hat. Das heißt, eine NGO hat sich darum gekümmert, dass da ein Produkt hergestellt wird, weil die etablierten Hersteller das gar nicht angeboten haben. In dem Moment, wo das dann da war, kann natürlich dann der Konsument auch handeln, aber vorher kann er nicht handeln. Oder das ist das Beispiel von den Sladex, die haben im Schwarzwald die Energiewerke Schönau gegründet. Die gehörten damals zu den Leuten, die nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl halt verhindern wollten, dass zum Beispiel in ihrem Ort weiterhin Atomenergie hergestellt wird. Damals waren die Energiebetriebe alles noch regionale Monopolisten, kein Verbraucher konnte sich aussuchen, ob er jetzt so einen grünen Strom haben will oder anderen Strom, der bekam einfach den Strom, den der regionale Monopolist zur Verfügung stellte und die haben sich damals auch nicht groß um die Bürgerproteste gekümmert. Am Ende des Tages haben die Bürger dieses Ortes selber dann ihr regionales Stadtwerk gekauft und da eine Genossenschaft ausgemacht, die heute eben nur grüne Produkte herstellt. Und wenn man zum Beispiel auch dann schaut nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise, wo sich viele Leute gesagt haben, jetzt wollen wir aber doch eine Bank haben, die anders handelt als die gewöhnliche. Da war es in Österreich so, also in Deutschland gibt es ein paar ethische oder alternative Banken, aber zum Beispiel gab es das in Österreich nicht. Und da haben sich dann jetzt erst Leute dann damals auf den Weg gemacht, die versuchen eben eine demokratische Bank zu gründen und jetzt auch langsam so kurz davor sind, eine solche Bank zu schaffen. Und dann haben auch die Leute in Österreich die Möglichkeit, zu einer solchen Bank zu gehen. Was ich mit all dem nur sagen will, ist, es gibt eben ganz viele Stellen, da sind wir eigentlich, wenn wir handeln wollen, sogar gar nicht erstmal als Konsumenten gefragt, sondern als neue Unternehmer, die das zur Verfügung stellen, was dann auch andere kaufen können. Ja,
um nochmal so ein bisschen auch klar zu machen, dass auch das, was heute so unter ethischem Konsum läuft, dann auch, auch seine Begrenzungen, und da will ich noch ein bisschen was zum fairen Handel erzählen, weil die Grundidee von dem ist ja eigentlich eine ganz wichtige, weil es eben Menschen umgetrieben hat zu sagen, also uns reicht eigentlich nicht der Preis, der im Laden da ist, also der Preis, der sich über Angebot und Nachfrage normalerweise bildet, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute, die ein Produkt herstellen, tatsächlich fair bezahlt werden. Also das ist natürlich ein Kriterium, was im Markt selber überhaupt keine Rolle spielt. Erstmal, und so haben die Leute eben dann verschiedene faire Handelsunternehmen gegründet. Und worauf ich noch hinaus will an der Stelle ist mal zu fragen, wenn man sich natürlich dann fragt, was ist fair? Wir möchten natürlich, wir kaufen dann ein Produkt und da steht jetzt drauf, das ist jetzt fair. Dann muss man sich allerdings auch klar machen, dass fair, dass alle die sich um diese Idee kümmern, natürlich gerne wollen, dass das alles besonders fair ist, dass aber auch fair immer nur so fair ist, wie das auch im Markt umsetzbar ist. Das heißt, wenn die Produkte alle zu teuer sind, also jedenfalls so teuer sind, dass sie in Deutschland keiner mehr kauft. Bisher habe ich am Anfang gezeigt, kaufen die Leute für 13 Euro im Jahr im Schnitt. Wenn die Produkte jetzt noch teurer wären, damit die Dinger wirklich vielleicht fair wären. Das ist jetzt, das will ich jetzt festmachen, das ist ein Bauer in Nicaragua, den ich besucht habe, der dort eben für den fairen Handel, vor allen Dingen für die Gefa Kaffee anbaut. So, und jetzt, wenn ich jetzt bei dem zu Hause da gesessen habe, dann lebt er da in einer Holzhütte, die Tapete ist aus alten Zeitungen, der Boden ist aus Lehm. Das ist also das, sagen wir mal, das Lebensniveau eines Menschen, der jetzt doch am fairen Handel partizipiert. Würde wahrscheinlich jeder von uns denken, vielleicht sollte der ja doch ein bisschen mehr haben. Ich will nur sagen, die Lebensverhältnisse sind auch sehr einfach. Also das, was bei uns als fair verkauft wird, ermöglicht ein sehr, sehr einfaches Leben, was immer noch besser ist als dasjenige von denen, die nicht an diesem System partizipieren, aber wirklich, wirklich faire Preise sehen anders aus. Und das hat auch mit Marktmechanismen dann am Ende des Tages zu tun. Es gibt zum Beispiel massenhaft Leute, Bauern, die im Süden mittlerweile zertifiziert sind, die faire Produkte verkaufen können, herstellen könnten, aber es gibt eben die Nachfrage nicht danach, und da es auch keine Abnahmegarantie für die Produkte gibt, landet eben ein Großteil dieser Produkte, und das gilt übrigens auch sogar für einen Großteil der Produkte, die gleichzeitig fair und bio sind, dann als konventionelle Ware bei uns irgendwo im Regal, weil das gar nicht zu verkaufen ist. Also sprich, diese Mechanismen hängen eben auch am Ende des Tages am Markt, und da die Nachfrage da so gering ist, kommt das auch nicht wirklich in Schwung. Es gibt so kleine Ausnahmen, zum Beispiel habe ich jetzt mal zwei Produkte rausgegriffen, also jede zweite Banane in der Schweiz ist schon fair, und jede fünfte Rose in Deutschland und jede hundertste Tasse Kaffee, also das ist schon was, aber wie gesagt, so viel ist das alles noch nicht. Und insgesamt muss man sagen, wird nicht mal ein Hunderttausendstel der Agrarprodukte auf der Welt fair gehandelt. Ja, und das ist auch, wird sich auch gar nicht ändern. Und das betrifft jetzt überhaupt diese ganzen Produkte, das betrifft die Bioprodukte genauso wie die fairen Produkte, also die Vorstellung, dass das der Markt aus sich heraus ändert, die ist völlig irrig, weil die betriebswirtschaftliche Logik von jemandem, von einem Händler oder einem Unternehmen ist normalerweise halt, der verkauft ethisch korrekte Waren, entweder weil er damit mehr Geld verdient oder sein Image verbessert, was wiederum dazu führt, dass er eben mehr Geld verdienen kann. Und insgesamt kann er eben am meisten Geld verdienen, wenn er ein breites Sortiment anbietet, was sehr differenziert ist,
Und wo vor allen Dingen dann eben auch Produkte wie Bio oder wie fair oder wie ethisch auch höherpreisiger angeboten werden als die anderen, weil das eben Produkte sind, die gerade auch von Leuten mit einer höheren Kaufkraft gekauft werden. Das heißt, wirklich so etwas verändern lässt sich nicht aus dem Markt heraus. Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, wenn man sich jetzt mal theoretisch vorstellt, eine Firma handelt aus sich heraus besser, also was die Umweltbedingungen anbelangt, was die sozialen Arbeitsbedingungen und so weiter anbelangt, gibt dafür mehr Geld aus, dann steigen die Kosten von dem Unternehmen und am Ende des Tages wird dieses Unternehmen sogar gegenüber den Konkurrenten, die sich legal an alle Gesetze handeln, aber eben alles ausschöpfen, was möglich ist, wird eben die eigene Wettbewerbsfähigkeit schlechter aussehen und das ist etwas, was dann auch der Kapitalmarkt zum Beispiel bestraft. Ja, und es ist nicht nur so, dass es Probleme aus diesem Bereich gibt, sondern man muss auch sagen, der Verbraucher ist auch, man muss auch am Verbraucher selber noch ein ganzes Stück zweifeln. Also es ist gerade mal so, dass 5% der Konsumenten in der EU, also das EU-Biosiegel überhaupt kennen. Und es gab eine Studie der Universität Göttingen und da haben mehr Konsumenten ein erfundenes Umweltlabel, als das offiziell verpflichtende EU-Zeichen als solches identifiziert. Also das Wissen ist immer noch extrem gering und insofern kann man sehen, es ist eben vor allen Dingen immer eine kleine Gruppe von Leuten, die an der Stelle etwas verändert und das halte ich auch dann wiederum für den ganz zentralen Aspekt, also von Bio-Einkaufen, von Fair-Einkaufen. Das Zentrale ist an der Stelle, denke ich, dass die Leute damit neue Regeln und Instrumentarien schaffen und so eine Art Pionierfunktion dann auch im Markt übernehmen können. Also wenn man sich zum Beispiel das mal anschaut, bei dem Fernhandel hat der es geschafft, eine Transparenz vom Produzenten zum Kunden herzustellen. Oder es gibt sowas wie Mindestpreis und das sind eben Instrumente, die sich theoretisch natürlich auch für die ganze Wirtschaft übertragen lassen könnten, wenn man denn dann wieder auf die Politik setzen würde, sich einmischen würde an der Stelle und eben dafür sorgt, dass das, was im Kleinen biologischen oder nachhaltigen Landwirtschaft oder im fairen Handel und so weiter entwickelt worden ist, also um das zu skalieren, dann auch auf die große Ebene zu bringen und sich dann den Konflikten auch zu stellen und diese dicken Bretter dann auch zu bohren. Aber wie gesagt, ich bin da ganz optimistisch. Es ist ja auch so gewesen, dass die Menschen, die sich politisch in Deutschland vor allen Dingen engagiert haben, innerhalb von einer Generation auch die Atomenergie abgeschafft haben. Und insofern denke ich, wäre mein Fazit, Es ist schon wichtig, was man als Konsument macht, aber weniger die direkte Wirkung, die man erzeugt, als die Entwicklung eben von Verfahren, von Instrumentarien, die dann aber auch politisch auf die gesamtgesellschaftliche Ebene transferiert werden sollten. Und hier würde ich jetzt Schluss machen und jetzt könnten Sie mir Fragen stellen, wenn Sie Lust haben. Ganz herzlichen Dank, wenn ich eine Verbindung schlagen darf, und zwar zu der allerersten Vorlesung, die wir hatten. War Frau Künast ja hier, wurde zwischenzeitlich von Ihnen ja auch zitiert. Und Frau Künast hat darauf hingewiesen, dass es so notwendig sei, dass eine Verbraucherbewegung entsteht. Die Bewegung für bessere Lebensmittel. Und im Grunde haben Sie genau in diese Kerbe hineingeschlagen. Eine Bewegung, die sich nicht darauf beschränkt, dass das eigene persönliche Konsumentenverhalten etwas bewirkt, sondern die darüber hinaus politische Ansprüche stellt. Das ist genau der Punkt gewesen, den sie aufgemacht hat. Sie hatte auch die Anti-Atomkraft-Bewegung als Beispiel angeführt, um zu zeigen, dass so etwas möglich ist, dass es funktioniert. Im Grunde auch hier kann man den Link schalten, auch da hat es eine Generation gebraucht, wie bei der Sklaverei, um zumindest innerhalb Deutschlands zu einer grundlegenden
Änderung der Politikrichtung zu gelangen. Jetzt würde sich natürlich an dieser Stelle auch die Frage eröffnen, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir, sehen Sie Wege, um in dieser Hinsicht diese Verbraucherbewegung, von der ich schon glaube, dass da so ein kritisches Potenzial existiert, aber wie kriegt man das aktiviert? Gibt es dafür vielleicht doch noch auch konkrete Hinweise, Wegvorstellungen, die Sie uns heute Abend mit an die Hand geben? Also ich würde das jetzt nicht so auf die Verbraucher fokussieren, das wäre mir zu eng, sondern ich finde, dieser ganze Bereich jetzt der Ernährung ist natürlich einer, der viele Leute betrifft und sensibilisiert und wo ich glaube, auch ein Potenzial da ist, sich auch politisch zu betätigen. Also jedes Jahr am Jahresanfang gibt es in Berlin eine große Demonstration, wir haben es satt. Es ist ein breites Bündnis aus NGOs und von NGOs bis zu Landwirten, Bienenzüchter, also alle Menschen, die an der Stelle so involviert sind, da sieht man schon, da ist schon eine ganze Menge auch an Initiativen da, wo sich im Grunde jeder, der an einer solchen Stelle Interesse hat, eigentlich nur einschalten muss. Und ich finde auch, also es ist immer so ein Punkt, der ganz häufig kommt in so Veranstaltungen, dass die Leute dann auch sich fragen, oder dass dann auch die Frage kommt, wo kann man denn überhaupt politisch irgendwie sich einklinken? Also dass heute, ich bin immer so verwundert darüber, wie weit entfernt den meisten Leuten Politik vorkommt. Und da kann man nur sagen, sage ich eigentlich im Moment so zwei Sachen. Also zum einen, finde ich, können ganz kleine Gruppen enorm viel verändern. Es hat eine ganz kleine NGO gegeben, European Corporate Observatory in Brüssel, die ganz entscheidend den ganzen am Anfang für den TTIP-Protest war. Das ist eine ganz kleine NGO, wenige Leute, die meisten werden sie nicht kennen, aber die haben durch ihre Expertisen, durch ihre Netzwerkarbeit unglaublich viel da in Bewegung gesetzt. Das finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, was man als kleine Gruppe und als Netzwerk politisch machen kann. Und ich glaube auch, dass würde eben sagen, ist viel wichtiger, als dass man sich jetzt nur so auf einen Aspekt irgendwie jetzt wie Ernährung oder so beschränkt, ist, dass man sich an irgendeiner Stelle politisch einklingt. Und das kann ja alles sein. Also das kann ja die Hochschulgruppe sein, einer Partei, das kann eine NGO sein, das kann eine Gewerkschaft sein, das kann eine Kirche sein. Also überall sind eigentlich ja die Leute, die politisch versuchen, auch Dinge zu verändern. Ich möchte trotzdem nochmal auf die Konsumenten an sich zurückkommen. Hier steht jetzt vorne im Zitat, Macht entsteht, wann immer sich Menschen zusammenschließen und gemeinsam handeln. Wie ist es denn mit so einer Vorstellung, dass man sich als Konsumenten, als Konsumentenvereinigung, Einkaufs